einmal ein ganzes Jahr in die USA und das auch noch kostenlos. Sicherlich der Traum vieler junger Menschen. Ein Programm des Bundestages macht das möglich. Es nennt sich übrigens auch PPP, Parlamentarisches Partnerschaftsprogramm. 1983 wurde es ins Leben gerufen, 300 Jahre nachdem erstmals deutsche Einwanderer in Amerika siedelten. Die meisten blieben damals für immer. Sandra Hietschold aus Magdeburg aber erstmal nur für ein Jahr. Angelegt ist das Projekt als gegenseitiges Jugendaustauschprogramm. Die Schülerinnen und Schüler leben dabei in Gastfamilien und besuchen jeweils eine örtliche Oberschule bzw. eine Highschool. Ermöglicht wird der Aufenthalt durch ein Stipendium. Bundesweit stehen etwa 360 Stipendien zur Verfügung. Und so konnte auch der Magdeburger Wahlkreis ein Stipendium vergeben und eine Bewerberin auswählen. Da werden jungen Leuten die Möglichkeit geboten, ein Jahr lang sozusagen im Ausland in den USA zur Schule zu gehen, sich aufzuhalten, weiterzulernen, eventuell bei Auszubildenden ist das etwas anders. Und dort sozusagen das Leben, die Gesellschaft, die Familien, die Lebensweise kennenzulernen, auch vielleicht die andere Art zu lernen. Zwar an einer Highschool, aber das ist ja in den USA ein bisschen anders. Erstmal sind das alles Ganztagsschulen, wie ich weiß. Und zum Zweiten ist die Highschool dort nicht in der Art das Gymnasium, wie es das bei uns ist, sondern es ist eigentlich eine Form gemeinschaftlichen Lernens bis zur Klasse 12. Insofern ist das ein bisschen was anderes, wenn wir schauen, welche Eindrücke Sandra Hietschold, die sich beworben hat und die auch Bestätigung bekommen hat, dann von diesem einen Jahr zurückbringt. Mhm. Bundestagsabgeordnete sind immer Paten dieses Programms und ich mache das jetzt zum ersten Mal. Insofern ist das auch für mich was Neues und ich bin ungeheuer gespannt darauf, wie das Ganze abläuft, welche Eindrücke du hast und wie sich das dann auch vielleicht auf das spätere Leben, auf das Engagement, auf die Berufswahl oder was auch immer auswirken wird. Das finanziert die Bundesregierung. Ist ein Bundesprogramm, wird also von da finanziert. Es gibt Stipendium, also die Reisekosten, die Programmkosten sozusagen werden übernommen. Und, das weiß Sandra noch nicht, einen kleinen Zuschuss zum Taschengeld gibt es dann von uns. Was Sandra zum Zeitpunkt der Aufnahme auch noch nicht wusste, war der Ort, wo sie hinfliegen wird, da noch nicht endgültig alle Gasteltern feststanden. Aber das wird bis zum 12. August, dem Tag der Abreise, geregelt. Wie bereitet man sich auf so eine lange Reise vor? Ich hatte im Vorfeld so ein Gruppengespräch, wo zwei jüngere Leute auch noch, die das schon gemacht haben, mit uns das Gespräch geführt haben. Also ich hatte es eigentlich das Jahr davor auch schon gelesen und ich habe mich ehrlich gesagt nicht so getraut das erste Jahr, aber dann beim zweiten Anlauf habe ich dann doch alles ausgefüllt und bin dann hingegangen. Also ich bin 16 und bin jetzt am Gymnasium, am Hegel-Gymnasium, 10. Klasse und die 11. muss ich dann wiederholen, wenn ich wiederkomme. Es ist ein bisschen problematisch, weil man erkennt alles Mögliche an und dieses, wenn sie dann so dort zur Schule geht, das sozusagen dort nicht anzuerkennen, das ist ja, halte ich ein bisschen für problematisch. Darüber müsste man eigentlich mal nachdenken, aber da führt bei unserem Bildungsverständnis, bei mir schon, aber anderen kein Weg rein im Moment. Insofern ist das schade, dass dann sozusagen dieses Jahr wiederholt werden muss, weil man fährt ja dahin und lernt unheimlich viel. Man lernt zwar anderes, und auch auf andere Weise, aber das ist ein Zuwachs an Erkenntnissen, den man eigentlich nicht geringschätzen kann, in keiner Weise. Ja. Und ich meine sozusagen, ja, Highschool in Amerika ist ja nur auch nicht zu verachten. Ja. Das Problem ist halt die Punkteverteilung, weil alle Kurshalbjahre mit ins Abi einfließen. Ja, das ist die Bürokratie, die deutsche Bürokratie mit dem Bildungswesen umzugehen. Stellt sich da selber ein Bein und das ist natürlich auch nicht für jeden dann unbedingt attraktiv zu sagen, ich hänge da noch ein Jahr dran. Aber ich meine, auf die Art und Weise bekommt man es gefördert. Wenn man es anders machen wollte, vielleicht auch nach der Schule, ist das unter Umständen deutlich schwieriger und ich finde diesen Zuwachs an Wissen, an Erfahrung, ungeheuer wichtig. Also man sollte sowas eigentlich anders werten, aber so ist halt nun mal das deutsche Schulsystem gestrickt. Also das Wichtigste und Beste war jetzt eigentlich das Vorbereitungsseminar. Wir hatten eine Woche in Bad Bevensen, das ist in Niedersachsen, und da hatten wir ein einwöchiges Vorbereitungsseminar mit sechs Teamern, die schon in den USA waren und die haben das alles freiwillig gemacht. Was ist da so passiert?
Also die ersten 3 Tage waren, da wir vom Bundestag kommen, waren politische Tage. Wir waren da zum Beispiel im KZ Bergen-Belsen, haben da eine Führung bekommen und haben uns dann danach auch noch mit der Geschichte auseinandergesetzt. Die anderen 2 Tage hatten hauptsächlich Gruppenarbeiten und das wurde dann vorgestellt. Und die anderen Tage ging es eben auch um bestimmte Grenzen, die man vielleicht mal überschreiten sollte, andere aber auch nicht, die einen selber, also man sollte nicht alles machen, was man nicht will. Ja, man sollte aber eben trotzdem versuchen, sich ein bisschen anzupassen und anzunehmen, was die Leute denken. Also nicht immer Kontra geben, das kommt nicht so gut. Und dann auch Gastfamilienvorträge, Highschool, wie das da alles so ist. Also es war recht informativ und es war eben auch eine gute Atmosphäre, alle nett und ja, schon viele Freunde gefunden, sage ich mal. Wünschen wir Sandra einen guten Flug und schönen Aufenthalt in den Staaten und freuen wir uns über ihre Eindrücke, über die sie uns nach ihrer Rückkehr in einem Jahr berichten wird.